Moin und Tschüss an den liebe Rekunden. Ich begrüße euch nochmals. Herzlich zurück zu The Division mit Corona. Wir beide haben eben gerade diese Mission wirklich versucht, bis zum bitteren Ende durchzuprügeln. Bitte. Wer redet da so? Achso. Leider ist mir dann kurz vor Ende aufgefallen, dass ich gar nicht aufgenommen habe. Das war ziemlich dämlich. Deswegen spielen wir das jetzt nochmal. Ja. Also wir haben es schon geschafft jetzt, aber wir wollten es trotzdem nochmal spielen, damit ihr natürlich auch seht, was Sache war. Es tut mir echt leid, Corona. Das habe ich absolut verpennt, irgendwie, wenn ich ehrlich ja, bin. Ja, alles gut. Und nochmal ein kleiner Hinweis für alle, schaut bitte euch das Mittagsvideo an. Also das, ich weiß nicht, wann das kam, 14 Uhr wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Es ist ein etwas wichtigeres Video. Guckt euch das an, dies wäre sehr nice. Okay, jetzt lasst uns da reingehen. Und zu der Mission, hier, machen, wir machen den Broadway-Warenhaus. Das genau. Ist wieder eine Medical-Way-Mission. Einfach weil das für Level 8 ist, wir sind Level 7. Nee, ich bin Level 8 geworden, nice. Echt? Ich bin, wo sehe ich das? Ich bin auch Level 8. Das heißt, wir sind jetzt währenddessen Level 8. Ihr seht auch Sterbeort, ja, wir sind auch da eben mal gestorben, natürlich. Aber, Wie oft sind wir gestorben? Weiß ich gar nicht, ich glaube maximal einmal durch. Wäre das Zeichen da jetzt nicht, würde ich mich auch nicht dran erinnern. Wahrscheinlich, ne? So, und wir müssen uns da jetzt ein bisschen durchknüppeln. Das war echt der Hammer. Die Mission hat das so in sich erregt, krass, ey. Weil ich versuche mir ein bisschen näher ranzustummeln hier, weil ich will da vorne hin. Oh, Kohle rastet ein bisschen aus, alles klar. Ich habe auch mal eine neue Waffe jetzt drin. Ich habe jetzt so ein schweres Maschinengewehr. Die haben eine neue Anzeige, siehst du das? Die sind so rot und, weiß nicht, irgendwie. Ja, weil es auch normal ist. Ah, jetzt. Eben war das irgendwie anders eben. Mit dem Auge und sowas, weil sie uns noch nicht gesehen hatten wahrscheinlich, ne? Hä, was meinst du? Ich weiß nicht, aber so ein Auge eben drüber ist. Ach so, das heißt, sie waren geblendet. Ah, okay, alles klar. Nice, den haben wir auch gedownt, Digga, gedownt. Oh, bam! Boah, der ist richtig exploded, das ist so krass, Mann. Digga, die mit den Schildern, die sind auch richtig Eier, Alter. Muss auch kurz ein bisschen leise machen. Schüsse. 51 so. Schüsse, pure Freiheit. Oh Gott, Granate, weg. Ah, das war ganz gut. Ganz gut gemacht, Max. Das ist ganz gut gemacht. Digga, mal, dass du drauf gehst, my boy. Da vorne war gerade so ein blaues Zeichen, ist wieder verschwunden. Ganz ehrlich, Rambo-Style hier. Warenhaus, Warren, das Warenhaus, Digga. Bam. Digga, den Bereich gesaved oder was? Ich hol mir jetzt erstmal schön den Loot, Digga. Was gibt's hier? Jetzt die Sprinkleranlage aus. Das ist auch so eine Sache, Leute, die mich einfach stören. Falls du nicht wahrgenommen hast, es brennt hier und ich brenne gerade selber. Aber es kehrt mich nicht, Digga. Oh, los, wieso kann ich das nehmen? Das ist noch so eine Sache, Leute. Dieses Warenhaus hat die behindertste Sprinkleranlage des Jahrzehnts. Sie löst nicht mal automatisch auf, wenn hier alles in Flammen steht. Nein, man muss sie nochmal automatisch. Ehrlich, das kann man ja noch verstehen. Aber wie man das anschalten muss und dass man das Stock für Stock anschalten muss, das verstehe ich einfach nicht. Ja. Oh, hier fällt ja, noch schon mal alles rein. Das, ja, genau, das bricht da vorne runter. Wie gesagt, Leute, wir hatten das eben gerade schon. Und hier kommt Herbert dreht das Rad. So. Oh, Digga, ich burne. Hoch. Wieder hoch, was soll das? Manuelles Eingreifen erforderlich. Manuelles? Ein Manuelles. Wir müssen Manuel anrufen. Manuelles Eingreifen ist erforderlich. Okay. Manuels Eingreifen ist erforderlich. Manuels Eingreifen ist erforderlich. Oh, guck mal hier. Hab ich ja gesehen hier. Guck mal, noch was looten. Oh Gott, Vorsicht. Ja, aber ich hab Mineralwasser. Kein Problem. Ich pinkel mich an. Fuck, hast du das noch geholt, was da war? Ja, Mineralwasser. Alter, ich brenne, pinkel mich an. In der Mission geht es jetzt übrigens darum, dass wir kontaminierte Dollarnoten finden, denn die wollen ja diesen Virus irgendwie reproduzieren, um dann irgendwie ein Gegengift zu entwickeln. Und das machen sie natürlich, warum auch immer, aus verfickten Dollarnoten, Alter. Naja, darüber wurde der Originalvirus ja übertragen. Ja, über Kohle, echt? Ja, über die Dollarnoten. Da, am Black Friday? Also, was weiß ich denn überhaupt über das Spiel? Ich weiß das mit dem Virus, aber ich wusste nicht, ich habe mir das ehrlich gesagt dann irgendwann, ich habe mich früher so reingefuchst, aber das ist ja auch schon Jahre her, dass sie das irgendwie angekündigt haben, sag ich jetzt mal, übertriebenerweise. Das wird doch in der Intro-Mission gezeigt, Alter. Bitte? Die Wissenschaftler, es wird im Intro gezeigt, es sind die Wissenschaftler, die haben die so ein paar Dollarnoten infiziert mit dem Virus und den dann am Black Friday in Umlauf gebracht. Nice, Digga. Guck mal, wie Max mal absolut, ey, ich habe manchmal echt das Gefühl, mein Brain setzt completely out of order manchmal, ey. Ja. Nice. Thanks, Corona, for the, oh, hier liegen, nee, was ist das hier? Okay. Kein Problem. Investigate nochmal ein bisschen die Dollar Notes, Digga. We need a dollar is what I need. Das ist echt komplett an mir vorbeigegangen. Guy needs. Nice. Trotzdem finde ich das sehr, sehr strange, dass man das über Dollarnoten. Ist das einfach nur durch Kontakt gewesen, weißt du? Dass das für ein krasser Virus gewesen sein muss. Oh Gott, hier kommen jetzt gleich, glaube ich, nochmal ein paar heftige Boys. Kann das sein? Beziehungsweise sie stehen da schon. Naja, Pockenvirus halt, ne? Ja, ein Paukenvirus. Pockenvirus ist, Digga, glaube ich, schon nicht so geil. Ist halt kacke, ne? Ja. Ist halt ziemlich kot.
Das ist halt Kot, ja. Wir können echt nur froh sein, dass Windpocken nichts mit den Pocken zu tun haben. Windpox, Digga. Ey, was, warum lassen die auch immer so viel krasse Scheiße droppen? Was ist da los, Alter? Ja, tun sie? Bei mir nicht. Potenzielle Feinde nähern sich über die Leute. Ja, das ist doch bestimmt auch was Heftiges droppen, oder? Windpocken war, glaube ich. Windpocken war, glaube ich, Herpes. Windpocken, das jetzt, Digga. Hattest du Windpocken? Klar, du nicht? Doch. Wusstest du, dass manchmal. Nee, nicht jedes Kind. Es gibt auch manche, die haben es nicht als Kind und als Erwachsener kriegen sie es dann, aber dann ist es gefährlich. Ja. Wusstest du, dass manche so Pockenpartys machen? Weil ja, genau, die Kinder mit Pockenpartys. Ja, so witzig, Alter. Was, habt ihr das auch schon gemacht, oder was? Nee, noch nicht. Weiß auch nicht. Vielleicht hat es doch kein Kind gekriegt. Also in unserem Kreis jetzt hat es noch niemand sozusagen. Da ist, die unnötigerweise jetzt hier hingestellt hast, die Hero Station, aber ist okay, Mann. Na, ich war fast tot. Ja, Digga, ganz ehrlich, die taken einfach übelst gerade. Ich hab keine Munition mehr, no! Also zumindest mit der Waffe keine mehr. Okay, ich mach ihn mit der Pistol fertig, ist mir egal, Alter. Nein, ich hab eine Granate geschmissen. Ja, aber ich meine, dass der, dass Windpocken, der erste Ausbruch von dem Herpesvirus ist. Echt? Ja. Okay. Ich hoffe, ich hab ihn einfach mal eiskalt ins Feuer geboxt, Digga. Das war ziemlich sweet. Ey, wir müssen irgendwo aufladen. Ja, einmal hier hoch. Kommen wir, glaube ich, auch gleich. Ja, ich meine, hier war irgendwo gleich was. Ich gehe mal zur anderen Note, ich guck mal da hin. Jo. Ein Grund mehr, sie in Schach zu halten, Agent. Alright. Na klar, Digga. Na klar. Test auf Viruskontamination negativ. Ich sollte negative. Eigentlich als Biologe, als toller, guter, erzogener Biologe. Bist du ein Meeresbiologe, ne? Ja, momentan also noch auf dem Weg. Ja, so auf dem Weg. Eher in die Richtung so. Was ist das? Zoolog? Das heißt nicht eher in die Richtung so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, eigentlich sollte ich dir sagen können, warum das auch mit den Windpocken und so weiter, das hatten wir mal irgendwann alles im Studium. Aber, nein, gut, ne? Aber nein, wenn man halt so, auf Twitch unterwegs ist. Wenn man halt so lernt wie ich, dann vergisst man sowas halt auch wieder schnell. Nein, lass mich da rein! Erstmal müssen wir hier wieder die Sprinkleranlage aktivieren. Wo ist die? Ich mach das schon. Ich bin ins Feuer gelaufen, Digga. Nice, war ganz gut. Max brennt. Hat er den Tag ganz gut gemacht? Keine Gefahr zu sehen. Max zündet sich dann selber an. Ist jetzt nicht spannend genug. Spontan selbst. Ich bin jetzt ein bisschen on fire hier. Digga, it's on fire. Fire. Okay, hier auffüllen. Hab ich schon. Digga, füll doch auf, Junge. Digga, ganz im Ernst. Bereich verteidigen. Digga, auf keinen Fall. Kein Bock drauf. Hat Spaß, Digga. Hab ich noch andere Granaten? Yes, sir. Ich hab eine Blendgranate, Digga. Das ist ganz gut. Die werde ich jetzt auch einsetzen. Pass auf. Ich werde jetzt eiskalt diese Blendgranate. Ja, kann er sie jetzt mal auswählen? Erstmal darüber werfen, oder? So. Sind sie hart geblendet? Bam, 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 bam. Dann holen wir den ersten weg da. Nachladen. Den zweiten. Den lassen wir kommen. Nice, das war gut, Digga. Das war mega. Oh Gott. Zack. Er will jetzt ein bisschen abnerven mit seinem Scheißer. Gefällt mir nicht. Oh Gott, Max brennt mal wieder. Digga, ich bin richtig on fire today, Digga. I'm fire. Oh, das bist du. Entschuldigung, ich hab auf dich geschossen. Ich bin so doof. Das ist natürlich geil. Zum Glück kannst du mir keinen Schaden machen. Ja, das stimmt allerdings. Du hättest mich schon echt in diesem Spiel schon dreimal getötet. Mindestens. Aber ich hätte dich auch jedes Mal wieder belebt. Schon wieder. Ich bin schon wieder auf dich geschossen gerade. Das ist sweet von dir. Alter, warum stehst du auch ständig da vor davor immer? Weil ich cool bin. Digga, hol die Pistole raus. Komm. Mit der Pistole weggehämmert den auch noch. Oh Gott, wer will's wissen? Okay. Aktuelle Filterstufe sicher. Oh, Digga, was war das? War das er hier? Er da vorne? Oh, hinter mir. Achso, den hab ich absolut nicht gesehen. Hey, guck mal nach, hilf mir. Oh mein Gott. Ja, hier ist noch einer. Wo bist du? Hier macht's Bumm. Wo bist du? Ich bin weitergelaufen. Digga, da waren noch welche. Da waren noch drei Leute, ja, Mann. Ja, ich seh's gerade. Ich krieg grad richtig auf die Fresse hier, Digga. Ich sag's dir. Ich muss kurz meine Station hier hinlegen. Oh mein Gott. Ich hab ein kleines Problem hier gerade. Alter, ich hab die absolut hier hinten noch einer. Da ist noch einer. Fuck, ab in den Kreis. Warum nicht so ein Noob, Alter? Ich verstehe das nicht. Tja, Max, diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Beantworte sie mir. Nee, cool. Das mach ich nicht. Da kommt noch einer. Ach, die sind da rausgekommen. Beziehungsweise die waren da drin in diesem Dings da hier. In diesem Shop da. Ist ja frech. Aber ganz ehrlich. Erstmal das Reh umschubsen hier. Keinen Fall, ich geh da jetzt rein, Digga, und dann kriegt der jetzt erstmal richtig auf die Schnauze. Bam, bam. Oh Gott. Bam. Fuck it, I'm down, Max. Max! Ja, ich komm, da liegt eine Station, ach nee, da lag eine. Ich komm. Was hast du gemacht, ey? Ja, hier ist doch rechts noch einer drin. Ich dachte, du würdest... Ich bin da in den Store gelaufen, ach da so. War auch einer drin. Na, das ist natürlich ärgerlich dann.
gab es ein kleines kommunikatives Missverständnis. Guck mal, seine Waffe hängt in der Luft. Ich war nur das Magazin mit dem Laser. Boah, Alter. Was war das denn? Keine verbrannten Ränder. Ich könnte jetzt ein Gegner. Alter. Definitiv nicht ich. Heftig, Digga. Warum bin ich so komisch gedamaged? Hat er so eine komische Granate da geschmissen oder was? Ja, bestimmt. Hey, was hast du gemacht, Digga? Nee, ja, ist gut. Wirklich, Bruder, was hast du gemacht, Alter? Ach, da stand halt noch was rum, was man hat da anzünden können. Ja, gehen Sie aus dem Weg. Ganz ehrlich, fährt mir nicht, Digga. Ich werde jetzt erstmal schön meinen Säcklein da runterschmeißen. Ach ja, wir müssen hier wieder Säcklein droppen. Digga, Säcklein droppen. Drop the Sack. Und runter da. Achso, hab ich hier schon aufgeladen? Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Jetzt hab ich aufgeladen. Ich hätte mal aufladen sollen nochmal vorher, ne? Tja, Mensch, kannst ja wieder hochsurfen. Aber hier ist auch eine. Die steht übrigens hier an der Seite. Stimmt, doch, genau. Diesen Punkt kenne ich irgendwie, den haben wir eben schon mal gespielt. Ja, man, lädt er eigentlich die Medipacks auch mit auf? Nee, ne? Nee, leider nicht, die musst du finden. Ah, das war, mindestens eine wäre eigentlich ganz gut. Ja. On fire, bro! Digga, was auch immer er vorhat, das wird nix. Oder es wird doch was, ich weiß nicht. Alles im Griff? Alles gut, da ist noch einer. Ja. Ja, hab ihn. Ja, den habe ich anvisiert gehabt. Das gefällt und mir nicht. Und da kommt Kosinski. Digga, Kosinski oder Kosinski? Kosinski, oder? Kosinski, ja, Mann. Digga, schön auf seine Dinger da schießen, Alter. Auf seine Eier da. Oh, Achtung, wo die Granate kommt. Oh mein Gott. Nice, oh Digga, das war gut. Oh, Alter, ich brenne richtig hart. Digga, burning. Aber richtig hart, Digga. Den habe ich. Jetzt haben wir hier noch eine Smoke. Einer oder was? Ne, das war's jetzt schon. Digga, hier ist so eine Station. Ich habe eine Station geplaced. Sein Teil brennt hinten. Nice, Digga, nice. Bam, Digga. Bam, das war das erste. Ja, das war er hat noch zwei. Auch. Das zweite habe ich auch. Das dritte. Schieß auf das dritte. Das nice, dritte brennt auch. Digga, Burner. Davon haben wir eben einfach 3 Stunden gebraucht. Oh Gott, ah! Oh Gott, ich bin down. Ja. Komm her. Digga, du musst herkrammeln. Ich kann nichts machen. Ja, ich versuch's. Doch, wo bist du? Scheiße, Mann. Ich geh hier in Deckung. Alles gut, Digga. Mach mal keinen Stress, Alter. Oh, aber das ist knapp, Alter. Das war easy, Digga. Er rastet ein bisschen aus mit seinem Feuer. Das finde ich nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Alter, kann er mal draufgehen da vorne. Oh Gott, nice. Oh, das war eine gute Idee. Manchmal hast du echt gute Ideen. Ja, manchmal kommt's mir einfach so. Manchmal komme ich einfach so. Ja. Achtung, der schmeißt was. Gefällt mir nicht. Stich drin, nee. Digga, er kriegt jetzt erstmal richtig auf die Fresse, Alter. Er ist down. Bam. Nice, Digga. Das war gut. Das hat mir gefallen. Da sind noch Gegner. Ja, Scannerpuls ist draußen. Leichte Weste, irgendwas mit... Digga, mal, dass du wegkommst. Digga, das Magazin ist etwas erweitert hier von dem Ding. Das ist richtig krass. Der Nussknacker ist umgefallen. Das gefällt mir nicht, Digga. Scheiße, nicht an den Spaß, Digga. Zünd dich eiskalt an. Halt's drauf. Oh, hier liegt noch ein Mützchen. Was ist das hier? Was ist das Blaue? Achso. Doch, warte. Warte. Eine einfache Freizeitjacke. Hier ist ein Echo. Nice. Das müssen wir uns gleich mal anhören. Was sind Echos? Achso, das sind einfach so Aufzeichnungen. Ah, der Rest ist... Ne? Toll, den Bereich sichert. Wo ist denn hier noch? Da oben ist noch was. Ja. Das ist auch so ein dicker Boy, Digga. Ein dicker Boy. Aber er will's wissen, Digga. Billy will's wissen. Deswegen geht's in die Fresse. Nein. Bam. Okay, easy, Digga, das war richtig knapp. Nice, abgeschlossen. Nice! Wie lange wird er für ein... Ganz ehrlich, wenn man das einmal gemacht hat und weiß, was man machen muss, sag ich mal, dann... Dann geht's ein bisschen fixer, ne? Ja, richtig, ey, wir haben eben, ich glaub, rein theoretisch 30, 40 Minuten Aufnahme gehabt, kann das sein? Ja, wie sowas, ja. Wenn ich aufgenommen hätte, dann... Ja. Komm mal her, hier ist ein Echo. Ja. Echo für Kinder. Ah, wollte ich auch gerade machen. Du Drecksau. Echo aktivieren. Meine Süße sagte, und wieder das aufgeht. Sieht ja nice aus. Führen Sie so etwas? Oh Gott, sag mir, dass dir die Kann man jetzt hier rumlaufen? Gordon Amherst. Ah, hier, guck mal. Leid, meine Kreditkarte funktioniert nicht. Verdächtigt an der Virenfreisetzung beteiligt zu sein. Guck mal, der kauft gerade was. Da, Wahrscheinlichkeit nice. Für Virus-Kontamination zu 96%. Das ist geil, Digga. Wen haben wir hier? Gefällt mir. Rodney Smith. Verstorben. Telefonverkäufer. Todesursache Kopfwunde. Mutmaßlicher Mord. Oh. Überlebenswahrscheinlichkeit okay. 97,4%. Aktueller Status unbekannt. Beruf Einzelhandelskauffrau. Details wurde zuletzt am Hudson Pier gesehen. Hier liegt noch so ein Rucksack, Alter. Öffnen. Emilia Clark. Oh, ich glaube, die müssen wir sogar noch suchen oder so. Mit der kommen wir auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal in
Dings, ist das ganze Einkaufszentrum jetzt hier so in dem Modus? Nee. Nur hier immer so ein kleiner Bereich. Geil, Digga, finde ich ganz nice. Franklin Thomas, verstorben, Dr. Leichnam im Massengrab im Central Park beigesetzt. Das Massagegrab, ja. Bei ihr sieht man leider nichts hier. Digga, das riecht nice, gefällt mir. Das ist echt cool, ja. Hier. Kann ich das Ding mitnehmen? Ich sag mal, das jetzt mal ein. Mach auf jeden Fall, dafür gibt's nämlich EP. Vermisst Designer, wurde zuletzt am Hudson Pier gesehen. Nice. Mir, Alter. Cool. Okay. Geile Number, Digga. Ziemlich sweet. Das ist richtig nice gelöst, finde ich. Wie viele Dinge haben wir jetzt? 500 wieder für den Medizinflügel. Ich bin auf fast Level 9. Erstmal das und die nächste Medical Wing, die ist ja, glaube ich, erst auf Level 12 oder sowas. Die hat es auf jeden Fall mega in sich, Alter. Genau. Ich würde jetzt nochmal einmal ganz kurz, das mache ich jetzt nochmal ganz kurz. Ich gehe mal kurz wieder zurück. Travel mal einmal kurz nochmal in die Zone. Weil wir eventuell, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt, oder was ich schon ausgebaut habe. Ich glaube, das zweite Virenlabor habe ich schon ausgebaut, aber ich glaube, die Quarantänestation können wir jetzt ausbauen. Wie heftig? Ich glaube, das ist die letzte, die uns noch fehlt, dass wir auf Filterstufe 4 kommen. Hm? Ja, das sollte man immer anstreben am Anfang und vor allem können wir dann im Madison Square Garden noch eine verschlossene Tür öffnen, da ist immer ein ganz geiler Loot hinter. Digga, ich gehe jetzt erstmal meine Base. Ich werde da richtig so einen Jump reinmachen, Alter. Das geht gar nicht. Ich hasse es, wenn man hier so laufen, so gehen muss. Warum? Warum haben die das gemacht? Nenn mir einen einzigen Grund. Naja, du musst ja kontaminiert werden. Dekontaminiert werden, wenn du da durchmarschierst. Wenn du kontaminiert wirst, Alter, dann viel Spaß. Nein, das ist wahrscheinlich einfach nur, weil die Basis eine andere Phase ist als das Außenspiel. Als Ladeding. Genau so, das ist quasi der Loading Screen von denen. Na gut, das kann natürlich sein. Würde ich jetzt so mutmaßen, also. Quarantäne, genau. Wir haben jetzt 500 insgesamt. Wir können Quarantäne. Was für eine Filterstufe hast du? Filterstufe 3 habe ich aktuell. Du auch, oder? Wo siehst du das? Was drück mal Escape und dann links bei Fähigkeiten steht die Filterstufe. Links bei den Fähigkeiten. Bei den Fertigkeiten oder Fähigkeiten? Ja, wenn du einmal Escape drückst, steht unten links Filterstufe. Ich sehe das nicht, nein. Neben Inventar. Wo steht da meine Filterstufe? Wenn du Escape drückst, drück Escape. Achso, ich soll Escape, Entschuldigung, alles klar. Filterstufe 3, ja, ich bin richtig verwirrt gewesen. Alles klar. Was hast du denn die ganze Zeit gedrückt? Ja, ich war gerade am Laptop, ich dachte, du meinst von da, wenn ich da weggehe, Escape drücke, weißt du? Okay. Genau, Filterstufe 3. Ich glaube, die Quarantäne ist... Nee, die Quarantäne ist es nicht. Intensivstation ist es auch zeigt alle kontaminierten nicht. Bereiche auf der Karte an. Ah, das Gefahrgutlager ist es. Wenn wir da nämlich jetzt noch einen reinknüppeln, ne? Ja, sind wir auf 4. Sollen wir das machen? Würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir das machen, oder? Okay, habe ich gemacht. Nice, 40% schon einsatzbereit. Sehr gut. Und vor allem haben wir jetzt das Upgrade für den Lebensretter, für die Station. Kann ich das jetzt machen schon direkt? Ja, kannst du. Gehst auf Fertigkeiten und dann klickst du halt den Hilfsposten an und dann kannst du drüben auf der anderen Seite Modifikationen auswählen. Du hast gerade ein bisschen geleckt bei mir. Ich vermute mal, ich sollte den einfach nur anklicken. Lebensretter-Mod dann, ne? Genau. Also ich nehme den Lebensretter. Achso, wir können einen aussuchen. Oder, also ich würde sagen, einer von uns nimmt den Lebensretter und der andere das Munitionslager. Bündete in der Nähe des Geräts werden beim Nachladen mit Munition. Ja, okay, das ist nice. Ich mache die Munition, okay? Okay, dann nehme ich den Lebensretter mit. So, einmal anklicken, zuweisen, fertig. Jetzt haben wir ihn drin. Ich kann es nicht zuweisen. Wie funktioniert das? Du klickst einmal drauf und dann drückst du Leertaste. Dann springt er so rüber. Dann wird's angewählt. Bin mir nicht sicher, ob es geklappt hat. Nee, es hat nicht geklappt. Hä? Wieso nicht? Ah, jetzt. Okay, das hat er irgendwie nicht gerade angezeigt. Okay, das war nice. So, Effekt, Vorteile haben wir natürlich gut, auch Digga. Wieder neue hier. Zack, zack. Bim, 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 bim. Was ist denn das hier? Hier haben wir auch Flügel noch nicht viel. Steigert den Virusschutz um 1. Okay, das hatten wir schon als Fähigkeit. Genau. Hier Erfahrung können wir noch zum mal Beispiel gucken. Auch. Also da ist richtig schön viel Neues dazugekommen hier. Talente habe ich leider immer noch nicht allzu gutes. Ich habe immer noch den Bei der Sicherheit habe ich natürlich jetzt noch was. Ein Kopfschuss auf einen Gegner markiert ihn für 10 Sekunden. Ja, gut. Mit mehreren Gegnern durch eine Explosion Schaden zugefügt, erhöht sich dieser um 40%. Das ist zum Beispiel mega. Das werden wir jetzt direkt im Platz ausweisen. So, wir können auch mal hier kurz unseren Stoff looten. Und dann war es das auch schon wieder von dieser Ding. Wobei, wir können noch mal mit der Candle reden. Das mache ich gerade mal. Wo ist sie denn? Welche ist das? Die steht direkt daneben. Hallo, Katzin. Wo denn? Katzin, die steht doch da. Ja. Tut mir leid, Dr. Candle, aber die Probe bringt nicht die Ergebnisse, die... Machen Sie es bei Zimmertemperatur?
Sie sagten... Ich sagte Zimmertemperatur verflucht. Ja, also ich glaube, wir sind innerhalb der Vorgaben. Wissen Sie was? Ich mache es selbst. Sie lassen es liegen und wir tun einfach so, als wäre es nie geschehen. Kaum zu glauben, wie schwer es ist, bei einer Pandemie gutes Personal zu finden, hm? Jedenfalls, die gute Nachricht ist, wir arbeiten an den Sachen, die Sie bisher gebracht haben. Dr. Ellis in unserem Krankenhausflügel zu haben, ist pures Gold wert. Jetzt habe ich Zeit für die Forschung. Meine Frau sagt immer, ich kann besser mit Keimen als mit Menschen. Meine Ex-Frau. Wie auch immer. Machen Sie einfach weiter wie bisher. Wir sind auf halbem Weg, einen Impfstoff zu entwickeln. Und mit Ihrer Hilfe schaffen wir auch den Rest. Natürlich schaffen wir das. So, klar. Bist du durch? Hey, ich glaub schon. Ja, ist nur so eine Kamera, die noch auf die... Okay. Okay. Nice, das war gut. Hat mir gut gefallen, ey. Die Mission hat es in sich gehabt, aber wie gesagt, dadurch, dass wir es jetzt zweimal gemacht haben, war das ganz gut, ey. War auf jeden Fall cool, ja. Ja, ich fand es auch eigentlich ganz sweet. Kann man sich auch mal selber applaudieren, auch wenn... Wie so ein Mongo! Die Hände gehen einfach durcheinander, gehen einfach durch. Alter! Alter, wenn ich klatsche, gehen so die Hände durcheinander durch. Alles egal. Gut, wollen wir auf jeden Fall. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Corona, mit dir. Es macht mir äußerst viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Das gebe ich ehrlich zu. Wir werden versuchen... Moment mal! Ich werde hier gerade sexuell belästigt. Was zur Hölle? Okay, alles klar. So, ja, mach weiter. Wir werden versuchen, wenn ihr das seht, ist es gefühlt, keine Ahnung, 19:30, ich weiß es nicht. Vielleicht heute Abend zu streamen. Schaut auf jeden Fall auf dem Twitter-Kanal vorbei. Twitter-Kanal, auf dem Twitter. Ich bin richtig durch den Wind heute. Schaut einfach mal Twitter vorbei, guckt vorbei, ob wir da irgendwie was geschrieben haben, ob wir streamen oder nicht. Ich werde irgendwie meine Gedanken sammeln. Ich bin richtig durch heute. Ich weiß auch nicht, was so ist. Ich mach das schon. Bis dann. Hau rein, Alter. Bleib cool. Peace out of the nation. Bam. Alles klar. Haut rein, meine Freunde. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.